Reinhold Friedrich aus der Bundesrepublik Deutschland spielte mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Reinhard Peters das Trompetenkonzert in D-Dur von Georg Philipp Telemann. Er ist Träger des zweiten Preises in seinem Fach, in dem ein erster Preis nicht vergeben wurde. Aus 32 Ländern waren 238 junge Musiker nach München gekommen, um sich in den 5 Disziplinen Trompete, Klavierduo, Oboe, Gesang und Violoncello am 35. Internationalen Musikwettbewerb der ARD zu beteiligen.